Anlässlich der Kirmes hat die Glückaufbrauerei Gersdorf traditionell das erste Fass Bockbier im Festzelt angestochen. Bürgermeister Wolfgang Stäubel machte das wie immer souverän und mit nur wenigen Schlägen. Dann strömte das neue Bock in die Gläser. Zuvor mussten an diesem 10. Oktober aber noch Gewinner bekannt gegeben werden. Die Brauerei und der Wochenendspiegel hatten in der Zeit von Juni bis September 2015 ihre Leser aufgefordert, ihre Urlaubsbilder mit einer Flasche Gersdorfer Bier einzuschicken. Über die Beteiligung waren Redaktion und Brauerei überrascht. Viele Einsendungen hatte die dreiköpfige Jury, Glückauf-Geschäftsführerin Astrid Peiker, Wochenendspiegel-Geschäftsführer Olaf Haubold und Gersdorfs Bürgermeister Wolfgang Stäubel zu bewerten. Sie entschied sich für Marco Pfeiffer mit seinem Bild aus Schottland. Er gewann den ersten Preis. Der Gersdorfer darf sich über eine Woche im Glückauf-Hotel Selin an der Ostsee freuen. Seine Frau nahm den Preis entgegen, er selbst war beruflich verhindert. Gewonnen hatten aber alle, entweder zum Fotowettbewerb oder am Fassbockbier, denn damit ist die Saison eröffnet.